Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die SG BBM Bietigheim. Endstand vor 2346 Zuschauern, 31-23. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Guten Abend. Glückwunsch an Robert und an Erlangen zum Sieg, zum verdienten Sieg, der für mich als Trainer von Bietigheim zu hoch ausgefallen ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich Erlangen schlecht gesehen habe, sondern ich glaube, wir hätten ein besseres Ergebnis unterspielen können. Die Mannschaft hat es sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit, über weite Phasen der ersten Halbzeit, wo wir sehr geduldig gespielt haben und unsere Chancen auch rausgespielt haben, im Positionsangriff sehr gut in der Abwehr agiert hatten, gegen den stehenden Angriff von Erlangen. Sind dann irgendwann wieder ein bisschen zu hektisch geworden und gewähren ihnen dann in der Schlussphase der ersten Halbzeit vier Gegenstoßtore, die letztendlich dann eine schwere Hypothek sind. Zweite Halbzeit haben wir lange nicht mehr so strukturiert gespielt, wie wir das eigentlich uns vorgenommen hatten. Sind aber auch nochmal dran, als wir den Gegenstoß verwerfen, um eventuell auf vier Tore zurückzukommen, um zumindest mit einem besseren Ergebnis aus der Halle zu gehen. Ja, dann sind es natürlich acht und das ist leider Gottes für uns ein bisschen zu viel, aber ich denke, man hat heute einfach auch gesehen, dass woran es bei uns auch krankt. Wir haben gute Phasen wie in der ersten Halbzeit, wir haben aber schlechte Phasen, wo wir zu viele technische Fehler auch haben und das wird natürlich von so einer Mannschaft wie Erlangen sofort bestraft und entsprechend ja, ist natürlich auch der Sieg in der Höhe vollkommen zu Recht so ausgefallen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mayhofer. Robert, wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, erstmal danke, schönen guten Abend. Ja, der hat viel richtig gesagt. Wir haben ein bisschen schwer getan anfangs, bis um 6-6. Wir wussten ja auch, dass Bietigheim ist eine gute Mannschaft. Ich habe eigentlich Angst gehabt, zuletzt verloren. Und Bietigheim, die einen guten Handball spielt, unangenehme Abwehr, guter Angriff. Aber der hat das auch gesagt, die kriegen immer Phasen, länger Phasen, wo die ein paar viele Fehler zu viel macht und das haben wir heute ausgenutzt zu unserem Vorteil. Wir haben auch nach 10, 12, 13 Minuten mehr Bewegung in Angriff gekriegt, wenn Nico reinkam. Das hatten wir auch gebraucht heute. Dann sind wir auch viel besser im Angriff. So, das war schön zu gewinnen. 8 Tore ist okay. Zum Schluss finde ich es auch, könnte auch ein bisschen mehr sein und das ist zurzeit unser Manko oder nicht so gut, wir verwerfen einfach zu viel. Wir haben auch 20 Fehlwürfe heute und das klappt vielleicht zu Hause hier mit unserer Halle, unseren Fans und alles, aber da müssen wir viel, viel besser werden. Mit Abwehr bin ich sehr zufrieden heute, da haben wir richtig gearbeitet. Auf unser Halbverteidiger, Innenverteidigung kam gut raus. Wir haben ein paar Mal gut Kreuz und Tor gemacht, aber danach das super gelöst. Und deswegen haben wir auch diese Gegenstöße, schnelle Tore gekriegt. So mit Abwehr, Torwart bin ich sehr zufrieden. Abwehr oder Angriff müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Aber war schön wieder zu gewinnen. Wir brauchen das nach letzter Niederlage und zu Hause umgeschlagen. Danke, Robert, Stefan. Wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, guten Abend. Zum Spiel ist schon viel gesagt worden. Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, am Ende auch souverän und deutlich gewonnen haben. Nicht zufrieden heute bin ich, muss ich ganz klar sagen, mit dem, was Robert auch schon gesagt hat, mit der Abschlusseffektivität. Da sind wir einfach zu fahrlässig, da müssen wir wieder konsequenter werden. Das war das, was wir noch beim letzten Spiel hier noch sehr gelobt haben, dass wir bis zum Schluss durchgezogen haben. Das haben wir heute nicht gemacht. Und da müssen wir wieder hinkommen. Mit unserer linken Rückraumachse, muss ich sagen, auch da kann man jetzt kurzfristig wieder, oder muss man mehr erwarten. Da waren wir in Hamm schon sehr blass. Und heute war das auch wieder meiner Meinung nach zu wenig. Also da müssen die Jungs jetzt einfach aus ihrem kleinen Mini Loch rauskriechen und am Samstag in dem Station erwartet uns sicherlich da ein ganz, ganz schwieriges Spiel wieder, wo wir anders auftreten müssen. Und ich muss auch sagen, zumindest in weiten Phasen bin ich auch mit der Schiedsrichterleistung einfach nicht einverstanden. Unabhängig davon, wer davon profitiert hat.
Aber das war ein absolut faires und normales Handballspiel. Und das ist meiner Meinung nach in vielen Phasen einfach völlig zerpfiffen worden durch unnötige Zeitstrafen und Entscheidungen, die keiner hier in der Halle verstanden hat, außer den beiden. Und da erwarte ich einfach vom DHB, dass auch mal auf solche Leistungen auch mal reagiert wird. Ich finde, es war auch nicht spielentscheidend, aber wenn so ein Spiel knapp ist, dann wird es lustig. Ja, noch zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken bei Florian Dittmeier und dem Tio in Erlangen, der es möglich gemacht hat, dass wir wieder einen Bus anbieten können mit Gratistickets. Und ich hoffe, in der Halle ist es ja vorhin kommuniziert worden von Nico Link. Man kann sich ab sofort über die Website anmelden. Ich hoffe, dass wieder möglichst viele Fans mitfahren nach Emstetten. Das ist eine weite Fahrt. Aber ich glaube, es lohnt sich und die Mannschaft braucht die Unterstützung und ich hoffe, dass wir wieder eine kleine Karawane in Gang setzen können. Also vielen Dank dafür. Danke, Stefan. Nun ist Zeit für Ihre, eure Fragen. Bitte nutzen Sie das Handmikrofon. Christoph Behnisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, man hatte den Eindruck, dass die Mannschaft anfänglich etwas nervös gewirkt hat. Lag das an dem Hamm-Spiel? War das einfach noch in den Köpfen zu sehr drin? Ich glaube ein bisschen, ja. Das glaube ich schon. Aber das wissen wir auch. Wir wussten, wir spielen heute gegen einen guten Gegner. Du entscheidest kein Spiel, die ersten 10, 15 Minuten. Wir wussten, da wird alles knapp, eng sein. Aber und dass wir hart arbeiten müssen, um wieder ins Spiel zu kommen. Und das, finde ich, haben wir auch gemacht. Aber klar, wenn man verliert, hat man immer ein bisschen Angst. Nächstes Spiel auch Angst nicht, aber das war, ja, glaube ich schon, ja. Gibt es weitere Fragen? Hannes Ries, Erlanger Nachrichten. Herr Andersson, das ruhige Aufbauspiel in den ersten ca. 15 Minuten. War das eine Anweisung von Ihnen oder war die Mannschaft vielleicht, das was der Kollege gerade gesagt hat, noch etwas verunsichert? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja verschiedene Typen. Wer heute angefangen hat, sind vielleicht nicht die schnellsten und so weiter. Da spielen wir ein bisschen anders, aber wir wollen schnell spielen, in Bewegung kommen. Und, aber wir haben auch manchmal Probleme, dass wir zu schnell was machen und wir wollten schon ein bisschen länger spielen, also 10, 15 Sekunden aufbauen, um danach einen Auftaktbewegung zu machen. Manchmal sind wir da ein bisschen zu naiv und glauben, wir können nach 10 Sekunden Abschluss machen und das hat uns in Hamm sehr bestraft. So, wir wollten da nicht langsamer spielen und nicht mit Mut, aber vielleicht ein bisschen länger, ja, stimmt. Wie hat Ihre Halbzeitansprache ausgesehen? 15:11 war Ihre Partie noch nicht zu Ende und noch nicht gewonnen. Haben Sie mehr ruhig auf die Mannschaft angewirkt oder haben Sie versucht, richtig nochmal anzufeuern und zu powern? Beides. Ich fand trotzdem, wir haben eine okay Halbzeit gemacht. 15 Tore vorne ist gut, 11 hinten. Wir wollten genauso eine gute zweite Halbzeit machen. Finish haben wir auch gemacht. Wir haben uns nicht belohnt mit unserer guten Abwehr, finde ich. Und dann, wie Stefan auch gesagt hat, mit unseren Chancen nachlässig oder umgegangen da zum Schluss. Und das war nicht so gut. Wir wollten noch zweite Halbzeit mehr drauflegen. Das hat uns ein bisschen gelungen, aber nicht ganz und voll. Aber. Noch eine letzte Frage. Sie haben Hess und Jonas Link nicht eingesetzt. Haben Sie Befürchtungen gehabt, dass durch den Wechsel die Harmonie etwas verloren geht? Das ist auch so, das ist auch so, wie gesagt worden, ein verlorenes Spiel, Köpfe und so weiter. Wir wollten eigentlich das Spiel gewinnen, gut spielen, um dann, die kriegen ihre Chancen, alle Spieler hier, aber ich wollte da kein Risiko eingehen heute, das stimmt. Bei Teilinger heute hat das super geklappt, da gab es nicht. Und Martin, finde ich, hat das Spiel super gesteuert heute. Ja.
Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich danke, wünsche den Gästen eine gute Heimfahrt und wir sehen uns am 10.10. gegen Wilhelmshaven wieder. Tschüss.